Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge FM16. Wir haben das Hinspiel gegen Monaco 0-1 verloren. Das heißt, wir haben heute eine riesen Arschkarte. Das ist bei uns eigentlich schon fast das Ausscheiden, aber ich will nicht aufgeben und habe extra eine neue Taktik gemacht für dieses Spiel. Das wird ein 4-1-4-1, ein sehr offensives 4-1-4-1. Wir werden versuchen, irgendwie Monaco zu knacken. Die haben eine starke Abwehr, eine richtig starke Abwehr haben sie. Und eine starke Offensive. Wir haben gegen Lemar richtig Probleme gehabt im ersten Spiel. Und es soll so funktionieren dann. Wir sind noch nicht am Spieltag. Aber diese 4-1-4-1-Taktik, die versuche ich einfach nur, damit wir auch irgendwie was schaffen. Damit wir es hinkriegen können. Monaco hat 1-0 zu Hause gewonnen. Wir haben kein Auswärtstor. Also ein Unentschieden ist nichts. Da wäre Monaco logischerweise immer weiter ein 0-1. Ein 2-1. Wäre auch Monaco weiter. Wir haben eine riesen Arschkarte. Es wird sehr schwer. Chelsea ist weiter in der Champions League. Aber gut. Irgendwie muss es ja klappen. Und wir haben irgendwie noch weiterhin die Hoffnung, dass es irgendwie funktionieren kann. Wir haben gerade gesehen, dass Tarsic, den hatten wir in der letzten Folge noch angefragt, möchte 120.000 die Woche haben. Das ist natürlich viel zu viel. Bayern erledigt Man City. Und wenn wir das schaffen, wenn wir das jetzt schaffen, dann haben wir das Finale aber sowas von verdient. Und da wird es dann höchstwahrscheinlich gegen Atletico gehen. Laut unserem Scout spielt Monaco ein 5-4-1 mit einem Libero. Okay. Mal schauen, was das jetzt nun wirklich wird. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das. Holy fuck. Also Monaco stellt auf 5-3-2 um. Und sie haben echt ein Libero. What the fucking fuck? Das ist sehr interessant. Monaco scheint sich also nicht sicher zu sein. Glauben wohl nicht an ihre eigene Stärke, dass sie das mit einem normalen, mit der normalen Taktik schaffen würden. Lemar und Lincoln vorne. Lemar war extrem schwierig zu verteidigen im ersten Spiel. Deshalb auch die Manndeckung auf ihn. Duncan war auch richtig stark. Moutinho war auch stark. Generell waren sehr viele stark. Palencia war auch richtig gut. Nicht Mars verteidigt heute. Der ist nur auf der Bank, sondern Jethro Willems ist auch der offensivere Verteidiger, sind hier ihr Flügelverteidiger und keine normalen Außenverteidiger. Valencia, na, wobei, ja doch, die kommen schon oft nach vorne. Aber das Pressing ziehe ich lieber auf Duncan und ein hartes Tackling noch auf Moutinho. Und Jungs, wir müssen heute das beste Spiel machen, was wir jemals hatten. Mit einer frischen Taktik. Also es ist ein 4-1-4-1. Wir haben das so gemacht. Viel Dynamik in dieser Taktik. Wir haben jetzt schon angreifen gleich von Anfang an. Das ist auch von der Taktik her so vorgegeben. Wir versuchen sowohl durch die Mitte als auch über die Außen zu kommen. Wir werden versuchen nicht geduldig zu spielen. Direktes Passspiel. Ganz viel Pressing. Hohes Tempo. Es soll irgendwie damit klappen. Ich habe keine Ahnung, wie das so funktionieren wird. Das ist, ja, keine Ahnung, also es ist alles offen und irgendwie versuchen wir hier was zu reißen. Hoffen, dass es irgendwie gut geht. Monaco im Ballbesitz, Goffin natürlich wieder am Tor. Der hat auch ganz gut gehalten im Hinspiel, trotzdem war es nicht sein Verdienst, sondern die Abwehr war eigentlich das stärkste Glied bei Monaco. Moutinho lässt sich weit fallen. In dieser Formation hat bereits gelb nach 12 Minuten. Früh in dieser Partie gelb gesehen. Monaco ein bisschen mehr Ballbesitz. Wenig verwunderlich mit einem 5-3-2. Auf Lemar muss man aufpassen. Izzo ist jetzt der Gegenspieler von Lemar. Muss da gut dranbleiben. Und Lincoln. Lincoln, na, zieht nicht rein, sondern legt nochmal zurück auf Willems. Der macht das stark gegen Mancuso. Schön weitergeleitet auf Duncan. Das Romero steckt hoch auf Lemar. Und Lincoln kommt nicht ran, weil Fiamozzi den Ball wegrätscht.
Es war vorher ein schöner Doppelpass von Romero und Lemar. Ecke für Moutinho. Klärt von Jovanovic, aber nur auf Kosten einer weiteren Ecke. Wir waren bisher nicht einmal vorm Tor. Ist natürlich jetzt auch echt scheiße, dass auch Monaco die Taktik umgestellt hat. Das habe ich nicht mit einberechnet in meinen Plänen. Vor allem nicht, dass sie so eine extrem defensive Formation spielen. Vielleicht jetzt Mancuso. Bringt den Ball auf Castellano. Wir spielen ja heute mit zwei Zehnern. Das war ein super Pass auf Nongi. Der vorbeikommt. Odzegovic. Und der Kopfball war leider nicht so wirklich gut. Da hat man schon am Anfang gesehen, dass der vorbeigehen würde. Aber endlich mal eine etwas offensivere Chance für uns nach 20 Minuten durch Odzegovic. Skofet hatte da natürlich keine Probleme. Und da ist wieder Odzegovic. Guck mal. Heute der alleinige ZM. Zegovic, schöner Ball. Mancuso kommt aber nicht dran. Jetzt ist die Zentrale aber sowas von offen, weil Brugmann mit auf die Außen gekommen ist. Lincoln, oben ist Lemar. Spielt den Ball nochmal runter auf den Brasilianer Lincoln. Und der kommt sogar an. Fiamozzi, kein gutes Stellungsspiel. Willems kommt vorbei. Und Fiamozzi kann den Ball nicht wirklich gewinnen. Duncan ist sofort wieder da. Lemar hat Platz. Den Ball auf Lincoln. Oben wäre nochmal Platz. Oh, kommt vorbei. Und Areola gerade noch so. Ball bleibt aber im Spiel. Ali, passt auf. Zweite klare Torchance für Monaco. Sind bisher die bessere Mannschaft. Wir gehen auf alles nach vorne. Ja, Lincoln gefällt mir auch nicht. Sollten wir mal decken. Ach, Mann. Wieder AS Monaco, Moutinho mit dem langen Ball. Lincoln kommt nicht dran. Konterchance für Mancuso. Ganz schlechter Pass. Capone bleibt aber dran. Schlecht verteidigt von Moutinho. Capone, aber jetzt sind da so viele Gegenspieler. Ja, und das ist natürlich Schwachsinn. Klar, wir haben aus der Taktik geduldig spielen rausgenommen, so rum. Aber das heißt nicht, dass man jetzt dumm spielen muss. Das war dumm gespielt. Ball kommt an. Da ist Diallo Innenverteidiger und Areola nicht sicher. Ja, die Taktik geht nicht auf. Die Taktik geht leider nicht auf. Was aber auch eher daran liegt, dass Monaco auch taktisch gut reagiert hat, indem sie halt auf dieses 5-3-2 umgeschaltet haben. Haben auch deutlich mehr Ballbesitz. Und deutlich mehr Chancen natürlich. Castellano kann den nicht gut klären. Romero nochmal hoch auf Valencia, der ein saugutes Spiel gemacht hat, zu Hause in Frankreich. Romero und Moutinho. Könnte ein guter Pass sein auf Willems. Der zieht bestimmt direkt ab. Er wartet doch noch. Willems und abgeblockt. Vom eigenen Mann. Sollte es jetzt so bleiben, werde ich die Taktik höchstwahrscheinlich zur Halbzeit wieder wechseln, auf das 4-2-3-1, werde dann aber auf Doppelsturm gehen. Also nur die taktische Grundausrichtung wird dann bleiben. Jetzt bekommt Odzegovic aber den Ball. Ja, interessanter Seitenwechsel auf Nongi. Nochmal runter auf Fiamozzi. Der Ball muss jetzt sitzen und der sitzt! Castellano! Castellano macht ihn und momentan würden wir in die Verlängerung gehen. Aber das heißt absolut nichts, weil Monaco trotzdem natürlich die viel besseren Chancen hatten. Er hatte aber trotzdem ganz, ganz wichtig. Vor allem der Zeitpunkt ist enorm wichtig und Castellano stiehlt sich in der Mitte davon und macht das Ding rein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann werde ich die Taktik beibehalten, aber etwas umstellen. Jungs, es ist gut, aber wir müssen noch besser werden. Revanchiert euch für das erste Spiel, sage ich den Jungs. Wir gehen auf Kontrolle. Wir werden in dieser Grundausrichtung gleich bleiben. Sehr dynamisch lassen wir auch drinne. Werden dann geduldig spielen jetzt. Über die Flügel eher nicht. Tempo gehen wir höher. Zeitspiel ist Quatsch, brauchen wir nicht. Ausgewogen, ja. Ist jetzt die Frage, also Monaco spielt 5-3-2.
Das werden sie, glaube ich, auch erstmal so behalten noch. Und wenn ich das Spiel breiter mache, wäre das, glaube ich, nicht klug, weil dann kommen sie eher durch die Mitte. Also lassen wir das ausgewogen. Über die Flügel hier spielen brauchen wir eigentlich nicht. Ball zu den Seiten klären wäre eigentlich keine schlechte Idee, aber wir wollen schon Spielaufbau mit Kurzpässen machen. Variable Flanken auch, Mitspieler hinterlaufen auch, das hat uns hier eben das Tor gebracht. Lass mal für Variable Ball halten. Ja, ich glaube, wir sollten das, so passt das glaube ich schon. Nehmen das Pressing 1 runter. Dann soll es so funktionieren. Das ist natürlich jetzt riskant, ne? Also ich könnte natürlich jetzt auf 4-2-3 einschalten und dann könnten wir halt ein Spiel haben, welches von Anfang an ausgeglichen ist. Also es ist jetzt praktisch 0 zu 0 aktuell. Und wenn wir jetzt halt ein Tor machen würden, wären wir halt weiter. Aber Ball kommt, schade, kommt nicht ganz gut. Aber ich versuche es weiterhin so. Ist klar, es ist die große Chance, mich zu verzocken. Aber das kann man auch sagen, wenn ich jetzt auf 4-2-1 zurückschalten würde. Haben wir eigentlich Retain Possession drin? Ballbesitz. Ja, müsste glaube ich das hier sein, ne? Ja, klar. Was sollte es sonst sein? Willems bekommt halt schon gelb. Bei uns hat nur Brugmann die gelbe Karte bekommen. Willems mit der gelben Karte jetzt ist der zweite bei Monaco. Neben Moutinho. Capone macht nicht das beste Spiel. 6,4 Note nur. Brugmann hat gelb, wir müssen aufpassen. Castellano, was macht er? Sieht um Fiamozzi. Ja, Mozzi. Der konnte gut sein. Capone. Schade. Das wäre die jetzt gewesen. Gerade noch gesagt, er macht kein gutes Spiel. Macht er das Tor. Lemar geht raus und Falcao kommt rein. Falcao, okay. Was macht Falcao so? Ist der gut? Ist der schlecht? Ist der scheiße? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollten wir ihn decken. Falcao. Ah, es geht, ne? Bei Chelsea hat er nicht ganz so überzeugt. Besser auf jeden Fall jetzt nicht. Aber er hat hier halt ordentlich gespielt. 11 Tore, gut in der Liga halt viel gemacht. Auf die Joker-Rolle gehabt. Müssen wir ernst nehmen. El Charawi kommt rein und Maas kommt auch rein. Ausrichtung bleibt die gleiche bei Monaco. Und El Charawi geht jetzt in die Sturmspitze. Lincoln ging dafür raus. Das heißt, es ist ein komplett neuer Sturm mit El Charawi und Falcao. Sollte es jetzt. Ich will es jetzt nicht so unbedingt sagen, aber sollte es jetzt in die Verlängerung gehen, gehe ich dann aber auf jeden Fall auf 4-2-1 zurück. Jetzt haben wir aber erstmal die Chance. Nein, nein, da muss man jetzt aber schnell hin. Komm, Junge. Alihi. 19 Minuten noch regulär. Momentan 1 zu 1 insgesamt. Alihi lässt sich Zeit mit der Ballannahme. So, auch weit vorne. Nongi sieht um. Mancuso. Das könnte gut werden, wenn er das schlau macht. Mancuso muss den Ball in die Mitte spielen. Ja, Fiamozzi kommt oben an. Direkte Flanke rein. Und Odzegovic schlägt ab auf Mancuso und Castellano. Und Skofid macht den Entschärfer für die Chance. Aber wir sind gut zurück. Dieses Tor hat uns sowas von geholfen. Jetzt spielen wir auch besser. Das kann noch alles passieren. Odzegovic, den bekommt er sogar. Hat aber gleich 5 Gegenspieler. Unten sieht er Nongi. Ah, das ist ein guter Ball auf Odzegovic. Er muss ihn jetzt am besten nochmal zurücklegen. Schön gemacht, Mancuso. Schade. Skofid passt auf. Macht jetzt schon einen sehr guten Eindruck. Skofid im Tor von Monaco. Falcao, Konterchance für Monaco. El Charawi. Oh, das war gut gespielt, Falcao. Unten ist viel Platz. Falcao und stark gemacht von Fiamozzi.
der momentan auch der mit Abstand beste Spieler bei uns ist. 8,8, jetzt 9,0 sogar. Und ja, schwer. Es ist eine ganz schwere Zeit jetzt gerade, irgendwas zu machen. Monaco im nächsten Angriff. Valencia, sehr starker Pass, Romero. Romero legt hoch und Moutinho scheitert. Ecke. Für João Moutinho. Kommt nicht an. Mars wäre da gewesen. Oben ist Platz. El Charabi lässt sich auch Zeit mit der Banane, sieht aber oben Moutinho. Schön gemacht auf Mars. Und kein guter Pass, aber da traut man sich nicht ranzugehen. Gut gemacht, dass man dann wenigstens die Flanke ablockt. Ich habe ein Problem. Castellano 58% Kondition, allerdings Capone 6,6. Einen der beiden muss ich eigentlich rausnehmen. Brugmann ist auch sehr gefährlich, alleiniger Sechser. Muss in viele Zweikämpfe reingehen und dann hat er jetzt halt schon gelb. 2 Minuten gibt es oben drauf. Bloß nichts mehr zulassen jetzt, Jungs. Nehmen wir die Verlängerung. Ist absolut kein Problem. Wir sollten fit genug sein. Falcao. Das war ein starker Pass auf Palencia. Dem Rechtsverteidiger. Palencia. Flankt in die Mitte. Und der Kopfball von El Charawi ist nicht gut. Weiterhin die gleiche Grundausrichtung bei Monaco. 5-3-2, ein Libero. Und jetzt geht's in die Verlängerung. Boah. Also, ich habe es gesagt, wir gehen auf 4-2-3-1 zurück. Und Castellano spielt gut und deshalb kommt jetzt Bilic für Capone. Ich überlege, Nongi noch rauszunehmen. Jungs, ihr spielt gut. Wir können das schaffen heute. Wir können das heute wirklich schaffen. Losi wäre natürlich die einzige Alternative für Nongi. Aber der ist halt auch für den Moment gut. Wir belassen es erstmal bei Bilic für Capone. Bilic soll absichern für Brugmann, damit er nicht so viele Zweikämpfe machen muss und ein bisschen mehr offensiv sein kann. Schön gemacht von Alighi, der übrigens mittlerweile auch gelb hat. Leider kommt er direkt zum Gegner, zu Palencia, der ein richtig starkes Spiel macht. Bringt den Ball auf Falcao. Alighi wieder sehr gut geklärt. Oceković bekommt leider den Ball nicht. Maß unten. Das ist natürlich für uns auch echt scheiße, weil wenn Monaco jetzt ein Tor macht, müssen wir 2 Tore machen. Palencia. Schön gemacht von Alihi. Brugmann. Unten wäre Platz. Sieht Mancuso auch. Der hat ein bisschen Platz, kann den Ball auch locker annehmen. Verliert ihn dann aber gegen Maas. Der war schon im Hinspiel richtig gut. Romero, wieder Maas. Schickt El Charawi, der kann gut flanken. In der Mitte ist Falcao. Falcao in der Mitte. Abgeblockt. El Charawi, der Ball ist noch heiß. Ball kommt wieder in die Mitte. Um ist Palencia. Palencia. Abgeblockte Flanke. Und dann Foul von Palencia. Ich nehme mal Palencia ins Pressing. Der Typ haut uns die Bälle nur so um die Ohren. Und Maas auch. Die Außenverteidiger sind hier enorm krass bei Monaco. Die haben richtig, richtig starke Außenverteidiger. Alihi. Bilic, schön zurück. Und vielleicht Alihi eine gute Flanke, bitte. Und die Ball erstmal zurück auf Bilic. Nongi. Ja, schade. Moment, mal wieder ein Schüsschen, zeigt, dass wir auch noch da sind. Erste Halbzeit der Verlängerung ist jetzt um. Ich habe noch 2 Wechseloptionen.
Das ist das Problem, dass Castellano, klar, er ist jetzt komplett unfit, aber er ist einer der sichersten Schützen für einen Elfmeter. Aber einen der sichersten habe ich auch schon rausgenommen mit Capone, also. Losi für Nongi wäre natürlich immer noch eine Idee. Nongi könnte aber auch in die Mitte jetzt rücken. Und ich könnte Losi dann für Castellano einwechseln und dann auf die linke Seite packen. Mein Kopf sagt mir auch, bring Lapadula rein, der macht das Tor. Aber ich kann meinem Kopf nicht trauen, glaube ich. Wir gehen mal ein bisschen runter auf dynamisch. Kontrolle wäre, ja, wir gehen mal auf Kontrolle. Und dann bringe ich Losi rein für Castellano. Monaco hat keine Wechsel mehr. Ocegovic hat nicht so wirklich viel gezeigt. Lapadula, möchtest du der Gott sein? Oh, da fehlt es halt, dass man ihn extrem pushen kann, ne? Also, da bräuchte man halt die Ansage des Jahrtausends. Wir bringen Lapadula rein. Und er wird Knipser. Er wird kein kompletter Stürmer. Damit verändert sich natürlich so ein bisschen das Spielgeschehen vorne. Aber ich riskiere es. Ich muss es riskieren. Und vor allem Lapadula kann ja auch Elfmeter. 15 Minuten noch. In diesem Halbfinale der Euroleague. Und es ist noch alles drin. Jetzt bloß nichts mehr kassieren, Jungs. Wir müssen dicht halten hinten. Romero und Alihi sehr stark. Losi, der ist doch jetzt noch frisch. Losi, komm, zieh an, Junge. Komm, zieh mal richtig. Und das ist gelb-rot. Das ist gelb-rot für Palencia, der schon die ganze Zeit richtig gut war. Und das ist ja ein bisschen gut für uns. Und wir sehen es gerade, ein Stürmer geht jetzt nach hinten. Es geht gleich weiter. 5 Minuten noch. Bilek, wohin? Brugmann. Da ist Nongi. Da ist Mancuso. Mancuso, ah, kommt da nicht durch. Nongi hat den Ball nochmal. Jetzt ist gerade Druckphase von uns, das ist gut. Aber jetzt dürfen wir den Ball auch nicht verlieren, weil sonst kommt Monaco mit einem Konter an. Fiamozzi, komm, Gottesflanke bitte. Das ist auch gut. Mancuso! Ja, die ziehen ja leider immer dann direkt ab. Jetzt ein Eckentor, das wär's halt. Brugmann. Nicht gut. Ah, den kriegen wir. Nongi. Brugmann. Ja, gut. Fiamozzi, passt auf. Alihi. Losi kommt leider nicht ran. Ich muss kurz gucken, auch wenn es nur noch 3 Minuten sind, was Monaco jetzt gemacht hat. Romero ist jetzt Rechtsverteidiger. Okay, ich glaube, der wird aber nicht so oft nach vorne kommen. Deshalb lasse ich das Pressing bei ihm. Und Falcao ist einfach hinten gegangen. Nicht El-Charawi, das hätte ich jetzt ein bisschen anders erwartet, dass Falcao weiterhin die Sturmspitze bleibt und El-Charawi einfach hinten geht. Da müssen wir, ja gut, ich lasse es doch so bei Falcao. Aber Romero halt, schwacher Fuß. Eine Minute Nachspielzeit. Und nochmal eine Chance für Monaco. Ball kommt lang rein. Diallo! Abschluss. Schnell gemacht von Areola eigentlich. Muss nichts Schlechtes sein, aber wenn so ein Ball kommt, dann schon. Moutinho nimmt erstmal den Weg zurück. Eigentlich darf Monaco auch nicht mehr so offensiv sein, aufgrund des Risikos. Mars, das ist ein klasse Ball, das ist ein klasse Ball. Und Ito macht das auch sehr gut. Mars schon wieder am Ball. Den muss man bekommen. Duncan macht das aber stark. Hauen einfach um. Hauen einfach um. Moutinho. Xavi. Unten sieht er Romero, der jetzt ja neuer Rechtsverteidiger ist. Kommt an Alihi vorbei. Aber dann nicht an Bilic. Jungs, klug bitte sein. Er kommt nicht durch. Ja, das geht ins Elfmeterschießen.
Ja, komm, pfeif ab. Schiri, bitte. Romero will's doch auch. Schau's dir an. Gut. Elfmeterschießen. Oh. Eieiei. Wer soll der Erste sein? Wer soll's als Erstes machen? Nongi oder Lapadula? Der Erste ist immer der Wichtigste. Der Erste ist der Wichtigste. Lapadula oder Nongi? Nongi hat eigentlich gute Eier bisher im Spiel bewiesen. Dann Bogman. Der Dritte ist auch wichtig. Lapadula dann. Alihi kann's eigentlich. Ach ja, wir haben nicht wirklich gute Elfer-Schützen, ne, dabei. Weil dann kommt Lapadula als Letztes. Ne, Bogman macht's als Letztes. Dann machen wir hier Jovanovic hin als Zweites. Wobei Verteidiger sollten ja auch nicht schießen, ne? Fuck my life, Alter. Und Alihi der Letzte, der dann hoffentlich nicht schießen muss. Und der Rest dann halt einfach der Reihe nach. Also Nongi als Erstes. Dann Jovanovic. Dann Bogman. Dann Lapadula. Und dann Alihi. Ich muss kurz was trinken, sorry, aber ich halte sonst nicht aus. Ich halte sonst wirklich nicht aus. Ist halt jetzt unfassbar spannend. Elfmeterschießen starten. So, anscheinend beginnen wir. Skuffet geht nämlich in sein Tor. Und da kommt Nongi. Auf geht's. Unser letztes Elfmeterschießen ist lange her. Das war in der Coppa Italia. War, glaube ich, sogar die erste Saison. Nongi, bitte. Es muss die richtige Entscheidung gewesen sein. Skuffet ist ein Riesenkeeper. Aber heute muss er geschlagen werden. Nongi. Yes! 1-0. Wir legen vor also. Und bei Monaco macht Moutinho eigentlich sicherer Schütze. Areola könnte aber zum Held werden. Nein, das war die komplett falsche Ecke. 1-1. Jovanovic, unser Innenverteidiger, macht ihn eiskalt rein. 2-1. Als Nächstes für Monaco, Falcao. Areola entscheidet sich zu früh. Schon wieder. Bogman. Knappes Ding. Skuffet hat schon wieder die richtige Ecke. 3-2. Romero. Rechtsverteidiger jetzt gewesen. Und yes! Areola! Yes! Und jetzt Lapadula. Du hast die besten Werte. Du bist extra dafür reingekommen. Wehe, du machst den Sasa. Lapadula, yes! Und wenn Areola den jetzt hält oder der Typ den halt verschießt, dann ist Ende im Gelände, El Shaarawy. El Shaarawy und Areola ist der Held, yes! Oh mein fucking Gott! Oh, yes! Yes! Holy fucking shit! Oh! Boah! Areola, du Gott! Boah, Areola, du Gott! Ali war auch ein Gott. Und Lapadula hat zum Glück nicht den Sasa gemacht, ey. Ich hab schon mein Leben vor mich herziehen sehen. Das oh. Holy shit. Holy shit. Und wir spielen gegen Atletico. Jungs, wundert euch nicht. Ich muss auch kurz speichern. Ich hab Angst, dass jetzt irgendwas passiert. Dieses Finale darf mir nicht genommen werden. Das muss gespeichert werden. Holy fucking Riesenshit. Boah.
Einfach nur krass. So, oh. Holy shit, ey. Also das war eins der heftigsten Spiele, die ich jemals im FM hatte. Selten so mitgefiebert. Und jetzt geht's echt gegen Atletico. Die haben halt 5-1 gewonnen gegen Tottenham. Hey, wir haben halt zwei fucking Finale. Das Finale ist ja schon bald. Hier ist es. Am Mittwoch nach dem Frosinone-Spiel. Also ist es eigentlich gleich das erste Spiel in der nächsten Folge. Mann, warum ist das so früh? Warum? Ach, fuck my life, ey. Das ist halt unglaublich. Das ist halt unglaublich. Das ist halt wirklich unglaublich. Wir wurden ja nicht weggehauen in der Gruppenphase der Champions League, aber wir waren schon halt nicht schlecht. Klar, es waren starke Gegner, ganz, ganz klar, aber dass wir das jetzt echt schaffen. Vor allem mit den Leistungen halt, also mit den Ergebnissen auch halt. Hier gegen Celtic war es unfassbar knapp, gegen Everton auch knapp, gegen Rennes, das war sehr souverän. Gegen Rennes war wirklich sehr souverän, Monaco war halt wirklich, das war haarscharf. Und jetzt Atletico, und egal was ist, das ist halt riesig. Das ist einfach nur riesig gewesen. Egal was im Finale der Europa League passiert, egal was im Finale der Coppa Italia passiert, das ist riesig. Aber Atletico, die will ich mir schnappen. 4-2-3-1, ey. Lag es eigentlich an der Taktik? Ich weiß nicht. Ich würde mich gerne selbst loben, aber Eigenlob stinkt, ja. Boah. Im Villa Park. 42.785 Plätze. Was macht denn eigentlich Aston Villa so? Ah, es geht. Eigentlich ziemlich scheiße sein. Es ist unglaublich. Echt, Ali hat schon 14 gelbe Karten. Heftig. Ich hoffe, es ist keiner gesperrt jetzt für das Spiel dann gegen Atletico. Ja. Können wir doch, glaube ich, schauen im Zeitplan. Okay, keiner. Eduardo Salvio ist kaputt. 13 Vorlagen. Ah, ich wollte den Jungs einen Tag freigeben. Da haben sie sich jetzt wirklich aber sowas von verdient nach diesem Spiel. Ja. Boah, fuck. Fuck, das kannst du halt keinem erzählen, ne? Wir sind halt Pescara, wir sind vor 2 Jahren aufgestiegen. Und jetzt sind wir im Euroleague-Finale. Und das durch so ein Spiel. Durch so ein Spiel. So, Tagesgeschäft steht wieder an mit Napoli. Das ist unser Nachholspiel. Da können wir jetzt an Milan wieder vorbeiziehen. Der Pavis hier scheint ganz interessant zu sein. Den werde ich mal direkt da scouten. Alexis Pavis. Ist 19 Jahre alt, ein Chilene. Ach, guck mal, er ist schon am Wechseln. Und zwar zu Benfica Lissabon. Das ist natürlich ein bisschen scheiße jetzt, aber vielleicht kann man ihn ja dann leihen oder so. Brauchen ja so oder so einen RM. Boah. Ja, ich bin auch zufrieden mit Capone. Sehr schön. Maximovic wurde für ein Spiel gesperrt, was? Achso. Ich dachte, es wäre unser Maximovic, aber ist Nicola, den wir auf unserer Shortlist haben. Kriegen wir jetzt momentan auch die ein oder andere News zu dem Spieler dann. Jovanovic möchte nicht mehr so oft grätschen, das ist gut, hat ja in letzter Zeit ganz schön viele rote Karten. Also nicht in letzter Zeit, hat aber schon genug rote Karten bekommen, weil er halt meistens dumm gegrätscht hat. Und jetzt gegen Napoli müssen wir gewinnen, damit wir an Milan vorbei sind. Und in einer Woche haben wir dann schon das Europa League-Finale. Das ist unglaublich.
Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass das Europa League-Finale so doof liegt. Aber gegen Frosinone werde ich natürlich schon ziemlich viel schonen, also das ist klar. Die Jungs sind fast alle fit, nur Brugmann könnte eine Pause vertragen, die wird er auch bekommen. Ach, wir hauen mal Mocinic rein. Maximic und Mocinic klingt in Ordnung. Castellano, ja. Wie sieht's bei Capone aus? Ist der auf rechts gerade? Mancuso, wo bist du hier? Haben wir hier in der U20, U18 irgendeinen, der auf RM spielen kann? Das ist kein guter. U18. Nee, auch nicht wirklich gut. Also eigentlich nur Sansonetti hier und hier war es Agostinelli. Das ist nicht gut. Dann. Ja gut, wir müssen jetzt schon gewinnen, ne? Also sollten wir das. Die Jungs werden ja eh dann jetzt. Alle hier, die jetzt hier spielen, werden höchstwahrscheinlich nicht spielen gegen Frosinone. Dann lass ich auch Nongi nochmal spielen. Und ja. Passt dann so. Napoli. Ziyech fällt aus, hat eine Grippe. Spielen halt weiterhin ziemlich scheiße. 1-1 zuletzt, vor 11 Tagen. Aber naja. Sonst nicht wirklich so wichtiges, was ausfällt bei Napoli. Trotzdem müssen die natürlich gewinnen. Napoli ist hier unten auf 16. Können nicht mehr absteigen. Es sind ja noch drei Spieltage für die, zwei Spieltage insgesamt. So sieht's also aus. Prato auf der linken Seite. Der hat ja in der letzten Saison viele Tore gemacht. Quaison ersetzt Ziyech. Valero und Hamšík in der Mitte. Moniesa und Mario sind die Außenverteidiger. Und Pressing auf Hamšík. Manndeckung bei Zapata lasse ich jetzt mal und bitte genauso gut spielen wie jetzt gegen Monaco, das war halt unfassbar. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte selten so ein Spiel beim FM, aber das ist halt das, was den FM auch ausmacht. Oder Fußball halt auch. Das war halt unfassbar. Wir waren halt wirklich Underdogs schlechthin und haben es irgendwie geschafft. Ja, das Spiel wird mir schon, das wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Dritte Minute, Ecke und Mount geklärt erstmal. Ich wollte eigentlich starten mit Kontrolle, fällt mir gerade auf. Vergessen, Quaison. Auf Borja Valero, nochmal zurück auf den Schweden. Ah, hat Platz und dann nochmal Valero oben, abgefälscht. Von Gelladoni. Von Valero die zweite. Oh, kommt da fast durch. Bisschen glücklich, dass der Schiri da nicht irgendwie faul pfeift. Ich weiß jetzt übrigens auch nicht so, machen sich mich irgendwie auf das. Na, Mocinic. Da war aber auch Rutzigrutsch jetzt. Dass ich mich jetzt irgendwie darauf verlasse, dass wir in der Europa League gewinnen, damit wir in die Champions League kommen oder so. Also, das mache ich nicht. Das wäre auch, glaube ich, extrem dumm. Wenn hier versuchen, weiterhin Vollgas zu geben in der Liga. Damit wir wirklich Platz 2 holen und nicht in die Quali müssen. Maximovic ganz schlecht, hat er viel zu lange gezögert. Izzo zunächst gut, aber hinten ist auch viel offen. Prato, Schick, Zapata, oben ist ganz viel Platz. Das ist ein Riesenkonter für Napoli. Schick, Quaison und Areola rettet uns den Arsch. Glück gehabt und riesiger Fehler von Maximovic, der dort schlichtweg einfach nur rumgepennt hat. Dragovic übrigens bei Napoli in der Innenverteidigung. Und gut gemacht von Maximovic, der jetzt den Ball abgefangen hat. Castellano zurück auf Capone. Und Fiamozzi. Capone schickt jetzt Castellano. Trifft leider den Pfosten. Schade. Erste richtig gute und dicke Chance für uns leider nicht drin. Ozegovic ist die letzten Spieler aber auch irgendwie ein bisschen glücklos, ne? Fällt mir gerade auf. Also irgendwie gefühlt schon lange nicht mehr wirklich getroffen. So 4, 5 Spiele lang oder so. Das
ist bisher relativ ausgeglichen. Ballbesitz ist zwar bei uns, aber die besseren Chancen hatte eigentlich Napoli. Gerade dieser Konter eben, den Quaison dann zum Glück verhauen hat, indem er direkt auf Areola geschossen hat. Da ist der Schwede wieder. Quaison wird den Ball jetzt wahrscheinlich reinflanken. Der Ball kommt besser. Jovanovic klärt aber nur auf Valero direkt. Legt ab auf Hamsik. Der kann aus der Distanz abziehen. Legt nochmal runter auf Prato. Steckt durch. Und Jovanovic kommt nicht ganz ran. Und dann verschätzt sich auch Areola, weil er dachte, die Szene ist geklärt. Wenn Jovanovic dran ist, ist sie nicht. Denn Hamsik macht das Ding rein. Schade. Ja, dann muss hier Jovanovic den Ball besser weghauen. So legt er den eigentlich perfekt für Hamsik auf. Areola ist dadurch auch komplett verunsichert. Und so haben wir den Salat. Und laufen jetzt wieder mal einem Rückstand entgegen. Das passiert uns eigentlich meistens eher auswärts. Und das ist mal zu Hause passiert. Oran kriegt gelb und Napoli die nächste Chance. Die werden jetzt aktiver, aber die haben weiterhin keinen Ballbesitz. Ah, die haben das Tor. Das reicht ihnen natürlich. Valero macht eine klasse Partie und Jovanovic wieder komplett am Rumpennen. Was ist denn los? Warum? Warum macht er das? Er chillt da nur rum, obwohl halt 5 Gegner auf ihn zukommen. Hebt er lieber den Arm. Super. So, Hamsik in die enge Manndeckung und Pressing. Und Quaison auch ins Pressing. Sind die, bisher am gefährlichsten sind. Quaison möchte sich anscheinend behaupten, möchte sich in die Startelf spielen. Jetzt, wo ziehe ich mal ausfällt. Valero sollte ich eigentlich auch noch ins Pressing nehmen. Der macht auch extrem viel Dampf und hartes Tackling. Eigentlich sind es wirklich Hamsik und Valero, die bisher die überragenden Leute bei Napoli sind. Schön gemacht von Firenze. Jovanovic wieder direkt zum Gegner. Der macht eine unfassbar schlechte Partie bisher. Da ist Zapata. Unten läuft wieder Hamsik los. Da wird wieder rumgepennt. Und wieder ist es Jovanovic, der da rumpennt. Dieses Mal ist der Schuss zum Glück abgeblockt von Fiamozzi. Doch nicht, sorry. War einfach so schlecht. Wir können jetzt glücklich sein, dass es dann erstmal in die Pause geht. Ja, vielleicht auch nicht. Napoli ist auf jeden Fall sehr nah dran am 2:0. Gelladoni vor Quaison. Und Nongi. Nimmt Castellano mit. Das war ein guter Pass auf Capone, der jetzt hier aber nicht an Moniesa vorbeikommt. So gibt es ja mal den Riesenkonter. Nein, gibt es nicht. Hätte Zapata den jetzt bekommen. Wäre sehr gefährlich geworden. Nongi, oben wäre Platz, sieht er leider nicht. Dafür sieht es Maximovic. Direkte Flanke bitte von Gelladoni. Die kommt sehr gut und der Ball ist drin. Capone macht ihn rein. 1:1, Kaktor. Juhu. Eieiei, was ein Ding schon wieder. Also schön gemacht von Maximovic, der den Ball auf die linke Seite spielt. Und dann macht Sportiello den Fehler, weil er auch so ein bisschen an Moniesa hängen bleibt. Und für uns sehr glücklich, dass wir jetzt mit einem Unentschieden in die... Ich sag nichts. Ja, kommt sehr gut eigentlich. Maximovic sehr gut, zieht ab und Sportiello ist da. Also für uns glücklich, dass wir jetzt mit diesem Unentschieden in die Pause gehen, jetzt auch wirklich. Aber es ist bisher kein gutes Spiel, also ich bin nicht wirklich zufrieden. Gerade wenn man so bedenkt, was wir können, und das haben wir jetzt gerade erst gesehen gegen Monaco, dann ist das hier schon ziemlich dürr, also es geht besser. Mit diesem Unentschieden wären wir dann übrigens für die Champions League definitiv qualifiziert, allerdings erstmal nur für die Qualifikationsphase, weil wir nicht mehr von Udinese Calcio eingeholt werden können in diesen letzten 2 Spieltagen. Trotzdem für uns natürlich wichtig, dass wir nicht Quali spielen, sondern halt direkt drin sind, weil die Quali kann uns kosten, wenn wir halt ein schlechtes Los bekommen. Wir wissen ja nicht, wo die anderen Vereine, die richtig guten, irgendwie mal abgekackt haben. Nachher kriegen wir da Bayern oder so. Capone bringt den Ball in die Mitte, aber Quaison klärt. Unten ist Gelladoni.
Mocimic. Ah, der Ball war schlecht. Kaiser nimmt den Weg zurück auf Sportiello, der oben Prato sieht. Der wollte Hamšík schicken und Maximovic sagt Capone. Oben wäre Platz. Immer noch. Und Sekovic muss sich jetzt beeilen, damit er in die Mitte kommt. Und die Flanke von Fiamozzi bekommen kann, der jetzt aber wahrscheinlich eher nochmal in den Rückraum spielen wird. Oder so, oder so. Schön antizipiert von Mocinic, der da aufgepasst hat. Sehr schön gespielt. Den kriegt er noch. Nonki. Oh, die ist super. Ocegovic. Schade. Ja, das Stellungsspiel von Ocegovic ist weiterhin gut. Aber er momentan hatte so ein bisschen das Pech. Aber auch halt nicht die Willenskraft. Auch diesen Kopfball kann man ein bisschen besser machen. Kann man mehr Druck aufbringen. Präzision war in Ordnung. Aber war halt lasch geschossen oder geköpft natürlich. Ja, Maximovic, ja, will schon wieder sehr viel. Das macht ein bisschen Sorgen, wenn er den Ball immer so lange hält. Moniesa direkt zu Maximovic. Das hat er jetzt ein bisschen besser gesehen und direkter gespielt wie Amozzi oben. In der Mitte ist gerade mal Nongi. Jetzt kommt Ocegovic langsam an. Maximovic auf Capone. Schön gespielt und Ocegovic und Sportiello. Riesenparade. Klasse Parade von Sportiello. Ecke von Capone. Kommt nicht durch. John macht's Napoli schnell. Ja, nicht. Lassen sich Zeit. Dann gibt's auch keinen Konter. Unentschieden wäre zu wenig. Sind wir links unten in der Tabelle immer noch. Milan ist immer noch vorbei. Jetzt ist Castellano mal am Ball. Gelladoni sehr aktiv jetzt. Das ist ein guter Ball. Und Dragovic klärt zur Ecke. Quaison ging raus. Jago Falke kam rein für den Schweden. Capone bringt ihn rein. Nicht gut. Jetzt könnte es gefährlich werden. Moniesa hat nämlich eine gute Chance zu kontern. Ist aber noch, ja, 3 gegen 3, 4 gegen 4. Nieto macht das stark. Wir werden mal das gleiche Ballverkehr machen, wie wir es eben gemacht haben bei Quaison. Gut, dass der raus ist. Der hat eine starke Partie gehabt, eigentlich. Bisschen unverständlich, dass der raus ist, aber gut. Soll uns nicht wirklich ärgern, wenn ein starker Spieler gegen uns rausgeht. Nongi. Maximovic, ja, das hat er schön gesehen. Ocegovic. Ocegovic und schießt leider Sportiello an. Aber da kann er auch wenig machen. Ist eine, ja, schwierige Angelegenheit. Hinter ihm sind 4 Leute, die ihn verteidigen wollen. Vor ihm ist auch noch ein sehr guter Sportiello aktuell. Den kriegen wir zurück. Ocegovic, den bekommt er. Und er schießt direkt. Er schießt direkt. Ohohoho. Schade, wäre der reingegangen. Fuck. Schade, schade, schade. Das wäre es natürlich gewesen. Ich habe nicht gedacht, dass Sportiello so lange braucht, um zurückzukommen. Capone. Vielleicht mit einem starken rechten Fuß reinflanken. Fiamozzi. Nee, da kommt er nicht dran. 20 Minuten noch. Werden immer stärker. Nongi. Nongi, 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 Nongi. Probiert's alleine. Hat er ja öfters mal, dass er dann einfach mal abzieht. Ich meine, es ist ganz okay. Manchmal brauchst du das, aber das war jetzt nicht wirklich nötig. Lukas Prato hat sich verletzt. Poletanovic kommt rein. Das ist ein 1:1 Wechsel auf der linken Seite. Den dritten Wechsel hat Napoli noch nicht gemacht. Wir haben immer noch keinen Wechsel. Jetzt hat erstmal Napoli den Ball mit einem Einwurf. Vorne steht aber auch nur Zapata anscheinend. Okay, bringt auch gar nichts ein. Wir werden auch mal wechseln. Wir werden Mancuso reinbringen für Capone. Wobei der Spieler gar nicht schlecht, ne? Bringen wir mal Mancuso für Nongi. Und vorne kommt dann Lapadula rein für Ocegovic. Natürlich ein bisschen fies für ihn jetzt. 12 Minuten nur noch. Wird dann wieder nicht gut aussehen, wenn er kein Tor macht. Aber vielleicht geht ja was. Aber für Napoli kann auch noch was gehen. Valero. Kommt nicht vor Gelladoni an den Ball. Falke nochmal. Napoli wieder im Ballbesitz. Alarm.
verletzt und gelb, aber spielt weiterhin. Hamšík und Valero, schöner Pass auf Zapata, der kommt durch, Izzo klärt nach oben, Politanovic gerade erst reingekommen, bleibt an Fiamozzi hängen. 10 Minuten noch. Erste richtig gute Chance von Napoli seit der irgendwie 30. Minute oder so. Haben sich da ziemlich zurückgezogen. Spielt den Ball nach hinten auf Falke. Und abgeblockt. Wird die nächste Ecke geben. Capone wurde dort abgeschossen. Von der Seite macht das Falke und nicht Valero. Kommt aber sehr kurz und Maximovic muss da nicht mal hochspringen. Napoli drückt weiter. Suchen die Lücke, versuchen es jetzt durch die Mitte. Hamšík. Das ist wieder ein guter Pass. Jedenfalls eine gute Idee, aber Fiamozzi passt zum Glück auch. Also der Hamšík, der hat es immer noch drauf. Egal wie schlecht Napoli in der Tabelle ist, Hamšík ist ein klasse Spieler. Hier gibt es einen Freistoß für Castellano. Schnell ausgeführt. Maximovic spielt den Ball auf Mancuso. Mancuso zieht selbst in die Mitte. Mancuso und Sport Yellow. Schon wieder. Der hat heute ein klasse Spiel gemacht. Für Napoli hat Napoli dann eigentlich das Unentschieden festgehalten, weil wir waren dann schon richtig, richtig gut halt. Diese paar. Oh! Mancuso. Auf Lapadula. Ah, warum. Ja, vorbei. Ja, da fehlt natürlich jetzt aktuell auch das Selbstvertrauen bei Gianluca. Das merkt man halt auch. 3 Minuten oben drauf. Morcinic sieht unten Gilardoni. Vielleicht auch mal eine schöne Flanke reinschlagen. Ja, scheitert da an Falke. Kann man mal den Ball mitbringen. Da ist Morcinic. Gilardoni läuft sofort wieder auf seine Seite. Bietet sich sofort wieder an. Aber auch sofort ist wieder der Verteidiger da. Capone in die Mitte gespielt. Maximovic zieht ab und Sport Yellow ist wieder da. Ja, auch wenn jetzt der ein oder andere abstark, eigentlich waren es 2-3, die nicht gelungen sind, nicht gut waren bei Sport Yellow. Oh. Hat er trotzdem ein gutes Spiel gemacht für Napoli und den hat wirklich das Unentschieden festgehalten. Dann ist es hier leider die verpasste Chance, an Milan vorbeizukommen. Oder wieder vorbeizuziehen eher, weil die sind jetzt eher vorbeigekommen. Wir hatten ja dieses Spiel in der Hinterhand, haben jetzt halt nur einen Punkt geholt, sind jetzt einen Punkt hinter Milan. Mancuso nochmal, die letzte Chance wird das jetzt wohl werden. Fiamozzi nimmt den Weg zurück auf Maximovic. Ah, Falke verteidigt gut. Und das wird's gewesen sein. Also wir haben Champions League Fußball sicher. Erstmal. Es wird Stand jetzt aber erstmal in die Quali gehen. Es ist so wenig gewesen, Jungs. Das Spiel müssen wir gewinnen. Napoli ist schlecht. Und das war von uns leider auch schlecht. Viel zu wenig. Schade. Also wir sind für die Champions League qualifiziert, aber wie gesagt, erstmal nur für die Quali. Können wir kurz durchschauen, wer es denn so wäre. Also dieses Jahr haben wir Quali gegen Olympique gespielt, gegen Olympique Marseille. Das war okay. Die sind ja dann Dritter geworden, nehme ich mal an. Ja. Yep. Also hier wäre es momentan Olympique Lyon. Die haben es auch schon, ja, die haben es nicht sicher. Da kann es doch sehr eng werden in der Meisterschaft. Alle drei vorne können es doch gewinnen. Monaco, gegen wen spielen die am letzten Spieltag? Ah, Troyes, okay, das ist vielleicht ein bisschen einfach. Was wäre Bundesliga so? Also hier hinten war Sevilla, United, Schalke. Ich weiß nicht, ob's Playoff, was Playoff ist. Ich nehme an, hier zweiter Platz, Wien. Weil ich glaube, die gehen dann erst noch in die dritte Runde.
Also es wäre von Vorteil, wenn wir das nicht so weit kommen lassen. Nehmen wir das andere Spiel noch mit oder haben wir schon, oh, wir haben schon sehr viel aufgenommen. Okay, dann heben wir uns das auf für die nächste Folge. Haben wir jetzt aber ganz schön gestretched, ne? Also gut, das Spiel heute gegen Monaco hat auch ein bisschen was weggenommen. Gegen wen spielt Milan denn noch? Milan spielt noch gegen Udinese Calcio und gegen Sassuolo. Sie spielen am Sonntag, also gleichzeitig mit uns. Naja, gut. Blenden wir mal das Spiel gegen Napoli aus. Das war heute unfassbar. Wir haben es geschafft, ins Finale der Europa League zu kommen. Durch dieses Wahnsinnsspiel gegen Monaco. Romero und El Shaarawy haben verschossen. Unglaublich. Ich weiß, Eigenlob stinkt, das habe ich eben schon gesagt, aber ich muss mich auch mal loben für die Auswahl der Schützen. Die war halt perfekt und richtig. Lapadula, der sicherste Schütze mit dem entscheidenden und Nongi mit den dicken Eiern zum ersten, hat gepasst und Fiamozzi war auch der King schlechthin. Der müsste auch mittlerweile eigentlich schon einen Marktwert von 25 Millionen oder so haben. Der Typ spielt unfassbar stark. Der Typ ist der beste Rechtsverteidiger bei uns mit riesigem Abstand, aber auch Calabria nicht wirklich ansatzweise dran bei der Leistung, die Fiamozzi dieses Jahr wieder zeigt. Der Typ ist einfach unfassbar. Oh, stellt im 10 aus. Ach so, Spieler des Spiels, okay. Siehst du, wie sieht's eigentlich so momentan aus in der Serie A mit den individuellen Sachen? Top-Torjäger ist Mandzukic, das wird er sich wahrscheinlich auch nicht mehr nehmen lassen. Meiste Torvorlagen hat Dybala, gelbe Karten 21. Oh wow, Lazio, okay, ich bin anscheinend sehr aggressiv. Und ohne Gegentor, Areola. Auch richtig starke erste Saison. Marktwert jetzt mittlerweile von 10,7 Millionen. Haben ihn ja für 3,5 geholt. War, glaube ich, ein ganz schönes Schnäppchen, wenn man es jetzt mal so sieht. Fiamozzi könnte noch hier triumphieren wird schwer, weil er noch mit drei weiteren gleich auf ist. Ja. Und meiste Key-Tacklings ist Izzo gar nicht mehr dabei, sondern bei Provercelli sind sie ganz oben mit Romagna und Parodi. Liegt auch dabei, der jetzt ja nicht zu Monaco geht. Naja, gut, wir haben jetzt noch zwei Spieltage. Wir haben Champions League Fußball. Erstmal sicher, aber wir müssen es schaffen, nicht in die Quali zu kommen. Und dann müssen uns Sassuolo und Udinese Calcio helfen. Wir haben jetzt 68 Punkte, letztes Jahr waren 67, sind also besser als letztes Jahr. Das ist sehr schön. Und wir haben zwei Finals. Europa League gegen Atletico. Und Coppa Italia gegen Sassuolo. Holy fuck. Krass. Und Atletico hat jetzt am kommenden Wochenende haben sie das letzte Spiel gegen Malaga. Haben jetzt gerade die Copa del Rey verloren im Finale gegen Sevilla. Also wir sind die einzige Mannschaft, die dann wohl noch spielen muss. Die Serie A geht ja zu lange dann für uns. Mit diesem Spiel gegen AS Rom. Aber trotzdem, ich werde dieses Frosinone-Spiel dann in der nächsten Folge eher abschenken, weil ich dann Spieler eher schonen möchte für dieses Spiel gegen Atletico. Und Rom auf Sassuolo haben wir dann zum Glück 7 Tage. Gut, genug gequatscht. Das war eine unglaubliche Folge und in der nächsten Folge soll es bitte abgehen. Da können wir den ersten Titel in der Pescara-Geschichte holen, der wirklich unfassbar wäre. Samson so geholt, das möchte ich kurz noch sehen. Das ist nicht das, was ich. Ja, haben sonst nichts geholt. Super, dreimal Serie B. Das kannst du ja auch irgendwo hinschmieren, wenn du halt die Chance auf Europa League hast. Europa League, das ist halt enorm, weil die ist mittlerweile auch nicht mehr so schlecht, wie sie früher war. Nun gut, wir kriegen das hin. Vielleicht, ich weiß es nicht. Es wird unfassbar. Dann am Montag, ne? Am Montag wird es unfassbar. Auf geht's dann. Also bis dahin. Tschö.